Es ist wieder Funny Project Zeit und zwar Freitag 18 Uhr. Ich bin wieder am Start. Viel Spaß mit dem Video. So, heute mal ein Funny Project aus den Kommentaren, die ihr fleißig unter die Videos reinklöppelt. Und zwar der Batman-Nagel. Für mich ein sehr geiles Projekt, weil ich ja eh so ein bisschen nerdy unterwegs bin. Das heißt, so diese ganzen Superman- und Heldenfilme, das ist genau mein Metier. Und ja, deshalb freue ich mich sehr, heute diesen Nagel zu machen. Vielen Dank für den Vorschlag. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, dann gerne auch hier unten in die Kommentare reinschreiben. Dann werde ich dem Ganzen sehr gerne nachgehen. Mit diesen Funny Projects möchte ich euch eigentlich nur zeigen, was so alles mit Gel möglich ist. Man braucht nicht immer Acryl, um solche extremen Formen zu machen. Das ist kein Problem. Also mit Gel geht wirklich einiges und das zeige ich euch heute auch wieder in diesem Video. Ja, ich quatsch nicht mehr lange. Starten wir doch jetzt einfach mal mit dem Batman-Nagel. So, beginnen wir mit dem Batman-Nagel. Ich benutze heute hauptsächlich die Produkte von Fingerspitzengefühl. Ja, könnt ihr euch selber aussuchen, ob es Werbung ist oder nicht. Schablonen habe ich jetzt auch die hier. Passend auch in schwarz-gelb. So, wir werden diesen Nagel, ich werde den auf dem Ringfinger machen, den Batman-Nagel. Batarang-Nagel. Und ich werde ihn pinchen und... So, erstmal den Nagel vorbereiten, das heißt Primer drauf. Und dann nehme ich hier den auch von Fingerspitzengefühl, Ultra Bond, nicht James Bond. Ist ja auch Batman, ne? Ist ja auch Batman, genau. So, das Ganze lassen wir dann kurz einziehen. Und dann kommt auch das Haftgel drauf, hier nehme ich das Extreme Bond, auch von Fingerspitzengefühl. Links sind alle dann unten in der Infobox. So, das Haftgel auch ganz dünn auftragen, nicht an die Nagelhaut kommen, wenn es geht. Und dann kommt das Ganze in die Lampe zum Aushärten. So, in der Zeit können wir uns schon mal die Schablone vorbereiten. Das heißt, wir ziehen die einmal von der Trägerfolie ab, machen den hier hin. Wer nicht weiß, wie Schablone geht, einmal in dieses Video reinschauen. Ziehen uns das hier auseinander und dann gucken wir erstmal, ob die an den Finger passt. Jawohl, der Nagel ist etwas länger, das ist schon mal ganz gut. Dann ist die Schablone einfacher zu kleben. So, dann gucken wir mal, dass das halbwegs vernünftig unterm Nagel sitzt. So, richtig schön zusammendrücken. Gucken, dass der an beiden Seiten unter dem Nagel liegt. Und wichtig wäre, dass der nicht nach oben zeigt, die Schablone, sondern eher nach unten. Oder gerade, damit das nicht so ein Sprungschanzennagel wird. Aber der hier zeigt jetzt relativ gerade, genau. So passt mir das ganz gut. Und dann werden wir auch schon direkt das Gel auftragen. Hier nehme ich das Naturpink. Wer die Videos kennt von mir, der weiß, dass das mein momentan Lieblingsgel ist. Ist auch schon fast alle. Erstmal eine dünne Schicht auf den ganzen Nagel. So, bevor ich mit der Verlängerung anfange, möchte ich euch noch eben zeigen, was ich vorhabe. Ich habe vor, den Nagel hier gerade zu machen, dann hier einknicken, also so in einer runden Form, dann hier nochmal rund und dann hier zum Nagel kommen zu lassen. Das heißt, dass wir hier diesen
geraden Batarang, die sie gerade Kante haben. Und dann hier dieses Batman-Zeichen quasi. Und das versuche ich jetzt schon mal grob mit dem Gel zu modellieren. Erstmal baller ich was hier auf den Übergang. Und dann gehe ich schon mal nach vorne mit der einen Seite, die ich gerade haben möchte. So. Und dann versuche ich hier mal diese eine Kurve zu modellieren. Jetzt halten wir den Nagel einmal andersrum, damit das Gel wieder so ein bisschen in die Mitte fließt. Das heißt, es ist jetzt an der Schablone an der Seite heruntergeflossen und wir, da wir es umdrehen, fließt das Ganze wieder zurück in die Mitte. Dadurch haben wir da eine bessere Kurve drin. Drehen wir um. Und dann kommt das Ganze für 20 Sekunden in die Lampe zum Aushärten und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Nach den 20 Sekunden versuchen wir das Ganze zu pinchen. Wenn mir das so gefällt, wie es jetzt aussieht, habe ich natürlich auch noch nie gemacht, so einen Batman-Nagel. Aber irgendwann ist natürlich immer das erste Mal. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Hier läuft er gerade, dann haben wir hier die erste Spitze, dann haben wir hier die zweite Spitze und dann läuft es nach da. Das müsste eigentlich passen, theoretisch. Und dann pinchen wir das Ganze jetzt. Das heißt, erstmal gucken, ob das Gel in Ordnung ist. Jawohl. Jawohl. Wenn es Fäden zieht, ist es noch nicht trocken, aber hier passt das ganz gut. Vorsichtig lösen von der Schablone. Dann drücken wir das Ganze mit der Pinchzette schon mal so ein bisschen in Form. So. Und dann kommt natürlich wieder die Pinchklemme zum Einsatz. Jawohl. Und dann rein in die Lampe. Zum kompletten Aushärten. Wenn ihr sowas nachbasteln wollt, dann einfach loslegen, probieren. Bei mir klappt es auch nicht immer beim ersten Mal. Ja, einfach machen. Ne? Ich mag eigentlich eher Superman, aber Batman ist eigentlich auch immer cool. Einzige Superkraft, die er hat, ist, dass er reich ist. Eine gute Superkraft. Jo, gerne, ja. So, gepinscht ist das Ganze. Jetzt ziehen wir es ab. Der sieht jetzt aber mal dünn aus, ne? Der ist jetzt mal schlank. Um die Hälfte dünner als vorher, würde ich sagen. Eher schlanker. So, hier werde ich jetzt noch schnell eine dünne Schicht von dem Naturpink drauf machen, damit wir den Nagel noch ein bisschen stabilisieren. Damit er nicht so schnell in die Ausgangsposition zurückgeht. Und dann geht das Ganze nochmal rein. Zum Nachfallen werde ich wahrscheinlich sehr viel mit der Fräse arbeiten. Müssen wir mal ausprobieren, wie das funktioniert. Habe ich auch noch nie gemacht. Ja, aber wird schon gut gehen. Als nächstes kommt das Aufbaugel drauf. Werde ich wahrscheinlich zweimal machen, weil der relativ lang ist, der Nagel. Mache ich erstmal eine relativ dünne Schicht. Das Ganze drehen wir auch wieder um einmal, damit das Ganze wieder schön dahin fließt, wo es hin soll.
Tu mal. Tut man nicht. Leg mal rein. So, jetzt machen wir noch die zweite Schicht drauf. Die Doppelschicht von der Doppelschicht? Die Doppelschicht von der Doppelschicht, ganz genau. Hier arbeiten wir den Apex richtig raus, das heißt in der Mitte an der Bruchstelle das meiste Gel und dann nach vorne und nach hinten zur Nagelhaut das Ganze abfallen lassen. Das Ganze drehen wir auch wieder um. Jetzt wird es spannend, jetzt werden wir das Ganze nachfeilen. Ich werde erstmal das feilen, was mit der normalen Feile geht, und dann werde ich zur Fräse greifen. Ich werde erstmal versuchen, hier das hier möglichst gerade hinzukriegen, diese Seitenlinie. Hier brauche ich erst gar nicht anfangen, weil das mache ich alles mit der Fräse. Und versuche die Oberfläche schon mal hinzukriegen, und dann werde ich mich an diese Ausbuchtungen trauen. Los geht's. Versuche auf jeden Fall, wenn ich gerade von oben drauf gucke, dass das Ganze so schmal wie möglich zusammenläuft, damit das Ganze so ein bisschen einen Ballerina-Charakter kriegt. So, das Grobe haben wir jetzt schon mal gefeilt, und jetzt muss ich mal gucken, was ich für einen Fräskopf nehme. Ich versuche es erstmal mit einem ganz schmalen, feinen oder relativ feinen. Gesehen, wenn ich deine Haut komme? Ich kenne noch nicht, ich schreie schon. So, das ging doch erstaunlich gut. Müsst natürlich darauf achten, dass ihr möglichst leicht dran geht, nicht mit einer hohen Drehzahl. Jetzt buffer ich noch mal kurz drüber. So, und dann fangen wir mit dem Design an. So. Wir wollen das Ganze ja so haben. Das heißt, zeig mal kurz hinein. Das hier ist diese Seite und diese Seite ist dann logischerweise die andere Seite. Und ich möchte gerne diese Kurve mit diesem Batman-Zeichen hier drauf malen. Mit einem dünnen Gelpinsel.
wenn ich den finde. Ordnung ist das halbe Leben, sage ich immer. So, das hier ist das Pure Black von Fingerspitzengefühl. Und dann gucken wir mal. So, jetzt geht's los, halte ich fest. So. Ich hoffe, man kann es sehen. So, da ich es nicht hinkriege, gleichzeitig zu malen und zu reden, mache ich das jetzt nochmal nachträglich. Ihr müsst dabei bei solchen Malereien darauf achten, dass ihr den Nagel nicht zu grob angefeilt habt. Das heißt, ihr müsst nochmal ordentlich mit dem Buffer drüber gehen, damit das Ganze schön fein ist, der Nagel. Und dann dürfte es kein Problem sein, mit einem Einerpinsel das Ganze auf den Nagel zu malen, mit welcher Farbe ihr auch immer malen wollt. Die Farbe sollte natürlich gut deckend sein. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu beachten. So, das wäre Nummer 1. Und den Rest male ich jetzt mal mit dem Full-Cover-Pinsel aus. Und hierbei solltet ihr darauf achten, dass ihr auf jeden Fall die Nagelhaut vorher zurückschiebt, was ich hier vergessen habe. Das tun wir deshalb, damit wir da nichts Störendes haben, was uns noch irgendwie den Farbauftrag versaut und freies Feld haben, damit wir da schön in die Ecken reinkommen. Ansonsten, ja, natürlich die Ecken mit einschließen, vorne und an den Seiten. Und ja, mehr ist eigentlich nicht drauf zu achten, außer schön noch gleichmäßig das Ganze einstreichen und dann natürlich voll das Ganze aushärten. So, das wäre die erste Schicht. So, jetzt kommt noch eine zweite Schicht drauf. So, dann werden wir das Ganze noch von unten einmal einstreichen mit Schwarz, damit das Ganze von unten auch schwarz ist. Und dann haben wir beschlossen, es kommt eine Mattversiegelung drauf. Nee, Mattversiegelung. Mattversiegelung. Okay, drehen wir um. Ihr auch noch Vorschläge für lustige funny Projects, dann gerne unten in die Kommentare. So, wir machen jetzt die Mattversiegelung auch von Fingerspitzengefühl drauf. Endless Matt heißt das Ganze. Endless Matt. Endless Matt. Ich kann gar nicht so tief sprechen. Nee. Ah. Das klingt trotzdem nach hoch, ne? Ja. Wie machst du das? Hot. So, natürlich auch von unten eingestrichen, damit das da keine Schwitzschicht gibt mit der Farbe und so, haben wir da die Mattversiegelung auch noch hingeschmiert. Und dann sind wir fertig. So, das war's jetzt mit dem Batman-Nagel. Ich glaube, Franzi ist schon unterwegs, Verbrecher jagen mit dem Nagel. Ist auf jeden Fall ganz cool geworden, muss ich sagen. So ein, zwei Sachen habe ich dabei natürlich auch wieder gelernt. Mit der Fräse den Nagel später nachbearbeiten, vor allem bei solchen interessanten Formen, wie es bei dem Batman-Nagel war. Ja, ein sehr spannendes Projekt für mich, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch weitere Vorschläge habt für solche Projekte, Nägel, Special Formen, gerne unten in die Kommentare reinhauen und dann werde ich das Ganze für euch gerne machen.
So, das war's jetzt dann mit dem Video. Ja, mir bleibt nicht viel zu sagen, außer Share, teilen, liken, abonnieren sehr gerne, auch sehr gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Das würde mich besonders freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Chris.